Ja, guck mal hier, Sascha, hier ist das Ausgesäte auf meiner linken Seite. Und hier, wo jetzt der Trecker steht, ist die Grenze, da fängt das auf. Hier. Aber was Saatgut? Jetzt musst du das Saatgut drücken. Ist doch leer. Nee, ist voll. Das eine ist ja Fertilizer, oder? Wenn ich nicht ganz dämlich bin, oder? Es sind ja zwei Dinge unten. Einmal da, wo halt der Raps ist, oder was wir ausgewählt haben. Und einmal das andere. Schaut so aus, ja. Der unterste Linie. Ist leer. Was mir aber gerade hier auffällt, neuer Bug. Stimmt. Reifenspuren in der Luft auf dem Gras. Wo? Na hier, wo ich jetzt bin. Wenn du dich mal duckst. Wie duckt man sich? Mit Steuerung, gell? Steuerung. Nee, bei mir nicht. Also ich hab hier welche, die... Also hier, wo ich quasi stehe. Stehe jetzt mit einer Reifenspur. Nee, bei mir nicht. Ein paar Meter über dem Boden. Okay. Also ein paar Zentimeter. Nee, bei mir nicht. Also nicht über ein Gras, nur halt in... Ja, ich weiß schon, das habe ich schon öfters gesehen, sowas, ja. Bei mir zum Glück nicht, verschwinden nur gerade. Ja, die verschwinden gerade, genau. So, dann gehen wir das mal wieder in unser Silo holen. Fahr mal einfach übers Feld. Das geht aber gar nicht. Na, Mirok hat gesagt, hier hat er noch nicht gearbeitet. Ja, dann. So, ich muss jetzt wo? Irgendwo da reinbiegen. Da hinten. Gibt's eigentlich Blinker auch, gell? Ja, Nummer 1, 2, 3. Ich versuche jetzt gerade Saatmaschine aufzufüllen, aber ich kann nicht auffüllen. Wieso? Hast kein Geld, oder wie? Man müsste ja eigentlich vom Spielmaster ab. Ja, hast du am Anfang aufgefüllt, oder nicht? Ja, die war voll. Ah, die war schon voll. Ja, sonst... Kann ich mal gucken, oder du bist am falschen Platz. Ja, ich guck mal, ob ich vom Silo was nehmen kann. Ich wollte dir gerade sagen, du fahr am besten zum Silo hier hoch. Weil ich glaube, du musst beim Silo holen. Das andere ist Dünger. Ach, früher war es ja anders. Ja, früher. Ich weiß ja nicht, was er jetzt alles geändert. Aber ich glaube, du musst von Silo holen jetzt. Ist halt immer so am Anfang eines neuen Spiels, wenn sich keiner eigentlich alle Changes durchgelesen hat. Ja, das ist halt aber auch dafür ein bisschen dann, dass du die Effekte hast. Effekte? Ja, dass du halt wieder Erneuerungen hast. Genau. Das gibt auch nicht. Ja, dann müssen wir mal schauen. Bin ich gleich fertig. Muss ich bestimmt zum Händler fahren, wa? Nee, normal nicht. Muss am Hof gehen. Ach, da das mit dem Rückwärts fahren ist halt so eine Sache, gell? Bin ich gleich fertig. Ach, geh, komm. Ich pack einfach verkehrt ein. So, das Feld ist gut. So, nicht vergessen, zusammenklappen das ganze Ding noch. Sehr schön. Ja. So, jetzt gucken wir mal, was haben wir denn? Du da drüben, was hast denn du da bei Mörder gerade? Das müsste ja ein Rufzeichen gewesen sein. Steht da. Oder Freizeichen, da steht, Saatgut und Dünger, das kannst du hier aufladen, also anscheinend. Also ja, das. Ja, kannst du sogar auffüllen. Mal einfach eins nehmen. So, abkoppeln C. Maschine auffüllen, R. Weiß, ob auch wir das können. Warte mal, ja, es tut eh nicht auffüllen, aber. So. Eins ist leer von beiden, ja. Da ist halt, meint er hier, war eigentlich ist hier drüben irgendwie Werkzeugshop. Ja, da habe ich ja probiert, Sascha, aber guck mal, wir haben ja hier den linken Sack. Da ist die Saatgut drin und rechts ist die Fertilizer drin. Ja, links halt. Also es lässt sich nicht auffüllen. Das Gerät zuerst auffüllen, das steht schon bei unten, also du musst es füllen. Nur die Frage ist nur wie, gell, und warum. Fahr mal hier gegen das Big Pack hier. Hier gegen. Ja, das ist eher Dünger, das drüben, oder? Ja, dass du dich einmal weiter nach hinten schieben.
So. Ja. Jetzt geht's, ja. Da. Ja, jetzt sieht Er war das auch. fast nah genug dran. Genau, und jetzt füllen sich beide, stimmt, ja. Stimmt. Was man aber jetzt gerade eben gesehen hat, vielleicht sehr interessant, hat gerade hinten hier die zwei Klappen aufgemacht. Genau, ja. Da waren, sind Dinge drin. Genau. Jetzt sehe ich es. Einmal Saat und einmal Fertilizer. Nylot wäre auch hier in dem Blick. Ja, jetzt Pause. Ja, oder kann der neuen Live dazu steuern, oder? Hochziehen einfach Ja, jetzt. am besten, oder? Machen wir das. So, ich mal. Mach mal. Hallo? Moin. Hallo. Okay, er kann nicht reden. Er will vielleicht nicht. Aber ich möchte da einfach diese Schalltruhe aufheben. Kriegst die nicht. Aber ich weiß, Hebt dass nicht das. auf. Ich weiß, dass die aufheben konntest. Wie viel kostet eigentlich ein Cash? Und das noch vor dem Update. Da ging's. Pierre Hermela. Hey, Mann. Hallo? Moin. Guten Tag. Hat sie gemoved. Ja. Wer zu spät kommt, der ist selbst schuld. Ey, was heißt jetzt zu spät kommen? Naja, geplant war eine andere Ruhezeit. Ich war online, ich hab hier Dinges gefragt, aber er meinte noch geht nichts. Also, ja, also, du hast mich angeschrieben. Ja. Ich habe nur gesagt, dass wir nichts machen, weil wir noch Richtig. einfach am Warten und Labern waren. Aha. Ja, jetzt mach mal halt. Es gibt keinen Kehr. Doch, da. Wo ist mein Cash? Kaufen. Wohin platzieren wir ihn denn? Weiß nicht. Am besten hier mitten in den ganzen Hof da rein. Ja, nicht mittig. Ja, gut, wir haben ja da dieses Sträucherbild. Oh, das ist toll. Jetzt kann ich sauber machen. Der saubere Mann. Der macht Dann nehmen wir sofort, hier sofort die irgendwie Reinigung. Hochdruckreiniger anschalten. Wieder der Hochdruckreiniger ohne Schlauch. Hochmodern heutzutage. Über Wireless. Der funktioniert wie Wireless. Kannst ja noch dazu joinen, wenn du willst. Habt ihr irgendwelche Mods drauf oder alles Nein, clean? Standard. Erstmal. Noch nicht, erst beim nächsten Mal. Okay. So. So, wieder sauber. Yeah, sprüh rum. Aber ich finde das schon mal gut, dass diese Saatmaschine gleich mitdüngt. Das ist die Frage, ob sie mit Dünge tut, weil Dünge verbrauchst du ja nicht. Doch, den verbrauche ich auch. Okay. Aber ganz wenig. So, du bist fertig. Ballmaschine haben wir wohl nicht. Genau, Ladewagen wollte ich schauen, ob wir das vielleicht mit dem Ladewagen dann transportieren. Also Förderbandsystem wahrscheinlich. Nein, Ladewagen. Okay, den können wir uns eh nicht leisten. Können den aber mieten, oder? Das geht ja auch. Ladewagen. Mieten, was kostet denn Mieten? Pro Arbeitsstunde, pro Arbeitstag. Kostet Geld. Sicher, das ist Geld. Glaubst du, kriegst du irgendwas gratis? Dann gibt es ja jetzt auch Optionen, das heißt, du hast unterschiedliche Reifen bei manchen Geräten. Unterschiedliche Motoren. Die Frage ist, wo tun wir den Scheiß dann hin, wenn wir den jetzt wirklich mit dem Ladewagen nehmen? Vielleicht in die Halle, weil da ist ja noch beim Silo noch ein Lagerhaus. Vielleicht kann man da das Stroh abladen. Na, es Wer ist gibt denn das irgendwo, da Server? bin ich heute lang gefahren. Ganz einfach, wo ich kurz was getestet habe. Dort oben haben wir ja dieses Gebäude. Und drin gibt es ja dieses Fragezeichen. Und drin Stimmt, da müsste könnte man es sein. quasi Stroh und Heu abgeben können. Das meine Im ich ja, Sascha. Bodenschuppen. Na. Wenn Stroh oder Heuballen keine Verwendung dafür findest, kannst du hier einlagern und Geld verdienen.
Ja, dann tun wir sie hier reinladen. Dann mieten wir uns das Gerät. Und du kannst sie überall abladen. Genau, dann laden wir sie ab. Dann machen wir das so, oder? Mieten wir uns das für ein paar Stunden. Wo ist denn der Shop? Ja. Schau mal. Schauen wir mal lieber zuerst, wo der Shop ist, bevor wir da. Kommst du zum Shop oder kommst du nach Hause? Das ist eine gute Frage. Na, ich denke zum Shop. Na, da unten ganz links. Oh Gott. Ich kaufe es mal, dann gucken wir mal, wie es kommt. Ladewagen. Abkuppeln. Cool. Auswählen. Wir mieten den Typen da. Möchtest du das Gerät für 3.400 mieten? Ja. Steht beim Händler bereit. Dann fahr ich mal los. Auf die große Hauptstraße. Ja, was du den holen. So, was mache ich in der Zwischenzeit? Hupen. Hast du einen Dünger da? Nein. Schade. Wir haben halt nichts, wir sind arm. Ich gehe mal ein bisschen durch die City Großen. City, stimmt, du hast ja deinen Firmenwagen. Ich fahr dir nach. Mit dem? Oder fährst du mit dem Traktor? Nee, mit dem Firmenwagen. C. Oh Gott. Da sind ja hier überall Fragezeichen, also auf so wie sein. Sprich Quests. Gott, oh Gott, oh Gott. Auf Deutschland. Ja. Dann AdQuest auf 27. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ist das Passwort. Fahren Sie rechts doch hier. Sie ist der Fahrer. Bin ich hier. Auch bald fertig. Gib ein Speedlimit von 25. Bei mir 125. Na, ich meine für die Straße. Achso, ja. Entschuldigung, ich fahre zu schnell. Wie immer. Wie wär's mit Blinken? Wer? Du? Vor allem, so. Ich fahr auf den anderen Wagen auch auf, weil der hält sich 1, 2, 3, 25. 5, 6. So, wie ist das Spiel so gut triggert? Erstmal synchronisieren. Der Mistkäfer betritt den Server? Hä? Das ist die alte. Nee, das ist die alte Meldung. So, wie ist denn das jetzt hier bei dem Händler? Wo muss ich denn hier lang fahren? Mhm. Gott, da lang. Man kann hier Fahrzeuge konfigurieren und anpassen. Was heißt denn das schon wieder? Das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass du quasi Fahrzeuge mit unterschiedlichen Motoren und Reifen kaufen kannst und die dann halt umrüsten zum Beispiel. Konfigurieren. Also Farbe ändern? Normaler Bereifung auf Pflegebereifung und solche Sachen. Achso, ja, mehr PS. Aha, okay, okay. Design ändern. Cool. Wusste ich gar nicht. Pass ja auf unser Mietfahrzeug auf, das ist teuer gewesen. Genau, fahr da kein Kratzer rein. Ja. Sogar blinken. Sonst muss ich ADAC rufen. Der Blinker geht nicht automatisch aus. Wäre zu viel zu erwarten. Durchaus. Ein B. Ja, also wir haben jetzt eigentlich auch nur erstmal Standard die Felder bewirtschaftet. Ich bin noch bei. Was halt so rumstand. Wo muss ich denn überhaupt? Und ja. Da. Ja, nein, Leute. Versuchen momentan unser Heuproblem zu lösen. Muss ich denn hier hochfahren? So, vorne ist. Damit wir wenigstens mal irgendwas haben. Problem ist halt, dass wir auch gucken müssen, dass wir noch genug Einnahme machen. Ja, ich weiß ja nicht. Bis jetzt haben wir nur Ausgaben gehabt. Du könntest ja verkaufen gehen, du hast ja. Ich kann ja irgendwer könnte ja mal.